Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 1. In der letzten Folge haben wir uns weiter in den Untergrund begeben, sind auf einen alten Freund von Schala getroffen, den Kommandanten, ich habe leider den Namen schon wieder vergessen, und haben jetzt die Äthermine hier betreten, um Juju und Gardol zu retten. Und dann machen wir jetzt weiter direkt. Ah ja, ich könnte hier unten durch, dafür müsste ich aber den Mech-Hunter besiegen, habe ich jetzt wenig Bock zu. Ich laufe einfach mal hinterher. Oh, das nehmen wir mit, was hier flaggt. Gummianbeterin. Weil ich glaube, wenn wir von dem getroffen werden, dann sind wir sehr schnell down. Mich interessiert jetzt allerdings, was da jetzt ist, da hinten. Da sind noch ein Gegner, auf jeden Fall. Na, dann nehmen wir halt alle mit hier. So. Komm hier. Das geht down jetzt so. Und Backslash. Und der hier oben. Down mit dem. Und nochmal raunhauen und verzaubern. Komm, der Backslasher muss jetzt saften. Und er saftet nicht. So, weiter geht's hier drüben nicht. Ist irgendein Item? Hier sind zwei Items sogar. Kommen wir müssen schnell durch. Perfekto. Und jetzt können wir hier runter und lang, wo wir sowieso müssen. Da hinten ist eine Ether-Ader, die nehmen wir mit. Dann müssen wir wahrscheinlich aber wieder zwei Mechons besiegen, weil die davor stehen, richtig? So. Dass der Arm noch ausgefahren ist, das freut mich sehr. Und wir müssen tatsächlich keinen Mechon besiegen. Was ist das eigentlich? Eis oder Äther? Wasser? Ich wusste gar nicht, dass es auch Wasser gibt. Wir lernen immer besser. Oder immer mehr, sagen wir so, was Äther angeht. Müssen wir allerdings mal neue Kristalle machen, weil ich habe fast keine mehr, die ich einsetzen kann. So. Alle auf einen. Nehmen wir erstmal den großen. So, verzaubern. Ohnmacht. Und bald sei so da hinten. Der Speer ist down, weil er Level 16 ist. Und den hier. So. Der Slash, der ist down, dann kommt noch der hier. Und Backslash. Und down, mein Freund. So. Wir kriegen sehr viel Ausrüstung. Sehr viel. Ich glaube, das muss ich demnächst mal verkaufen. Naja. Na, ja, würde ich sagen. Da drüben ist schon wieder ein Ether-Kristall. Wie kommt man an dem ran? Ah, da ist was zum Hochklettern. Oder so. Die müssen wir wegräumen. Zauberung hier. So, jetzt wurden wir gerade geheilt. Down. Er ist down hier. Zusatz.
gegen hier. Elf Ryan. Ich habe, glaube ich, beiden gerade geholfen. So. Und. Naja. Naja. Und da vorne ist wieder eine Ether-Ader. Wie werden die rankommen? Ich glaube, ich muss dann von da drüben rüberspringen, glaube ich. Gut. Wir gehen alle auf einen. Es ist, wenn sie schwach genug sind, können wir auch gern sagen, jeder kann jeden angreifen, den er will. Aber momentan ist es noch nicht so. Momentan ist es noch nicht so. So, machen wir den hier. Den Umschloss. Doppelschuss. Oder so. Noch der da hinten. Da, hier. Perfekte, und down ist er. Und das dürfte jetzt davon eine Feuer-Ether-Ader sein. Richtig. Ja, perfekto. So, jetzt gehen wir weiter. Der wird uns gleich sehen. War so klar. Kommt er so weit hinterher oder nicht? Nee, kommt er nicht. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir nehmen das hier mit. Und ich habe letzte Folge irgendwas von einem Kollektion gesprochen. Damit ihr es auch mal sehen. Das mache ich damit. Da schmeiße ich einfach die Sachen rein und kriege dafür auch Sachen zurück. Damit ihr auch mal gesehen habt, wie viel drin sind. Also Kolonie 9 fehlt nicht mehr viel. In der Tefra-Höhle müssen wir sowieso noch mal rein, um da einige Sachen zu finden und Missionen zu machen. Und halt Beines Bayonis haben wir auch fast alles. Da fehlt auch noch einiges, was wir noch erkunden müssen. Kolonie 6 sind wir gerade unterwegs. Und in der Ether-Höhle hier drin haben wir auch schon fast alles. So. Bist ein Mekon M55. So. Jetzt machen die fast keinen Schaden. So. Schwanken und umschmeißen wäre vielleicht sinnvoll. So, dann verzaubern wir euch mal. Heilen wir mal. Machen wir uns mal ein bisschen Ding. So. Und down? Noch nichts. Jetzt. Wir sind fast Level 24. So viel fehlt nicht mehr. Level 21 seid ihr. Gut, hier. Und hier. Backslash. Der hier. Nochmal verzaubern. Unmacht. So. So, dann machen wir jetzt den Kombi-Angriff. Um den hier. Umschmeißen. Das Gegner schwanken. Machen wir wieder den Panda. 4230 Schaden. So. Und ihr dürft jetzt down gehen. So, perfekt. Windzylinder haben wir gerade gekriegt. Ich glaube, die wollen, dass wir jetzt langsam wieder solche Ätherkristalle herstellen. Und die müssen wir hier wieder besiegen. Weil die sehen uns sonst.
So. Ah, scheiß drauf. Hier. Hier. Jetzt kommen halt alle her, ne? Das ist ja leider das Problem. So, umgeschmissen. So. Nochmal stärker machen. So, hier. Dann heilen wir uns mal. So, einer ist down. So. Kommt schon. Alle auf eine. Warum seid ihr wieder auf alle auf verschiedenen? Wir sind noch nicht so stark, dass das funktioniert. Dann müssen wir zum Schild mal machen jetzt. So, Backslash. Den hier. So. Schade. Mach mal den hier. Schwanken. Umschießen. Komm schon, nochmal verlängern. Dann machen wir ihn ohnmächtig. Nochmal den hier. Nochmal den hier. So. Fast 10.000 Schaden. Perfekt doch. Ohnmächtig. Down. So. Er ist auf mich fixiert. So. Wir sind immer noch perfekt für das. Und down. Perfekt. Wir sind Level 24. Perfekto. Was kriegen wir denn hier? Kaiserin Armzeug. Viel zu schwer. Ich habe wieder eine Waffe gekriegt. Also die ist zwar ein bisschen stärker, aber Abwehr ist halt alles wieder runter. Ist viel zu viel Minus, was ich hier krieg. Leutnant Picke. Ja, ist halt physisch Abwehr, was stark nach unten geht hier. Lassen wir erstmal bei dem. Dann haben wir hier noch zwei. So. Und wie man jetzt wunderbar sehen kann, wenn wir ein Level aufgestiegen sind, sind die jetzt blau. Davor waren sie gerade noch. Ja, scheiße. Dann machen wir den wieder. Down. Down. Schale hat noch halt fast keine normalen Angriffsattacken. Die hat meistens nur Heilung, weil sie auch ein Sanitäter ist. So. So. Backslash. Und Airslash. Das stimmt allerdings, Schale. Wir machen ein richtig gutes Team. Wenn wir Level 24 jetzt sind. Okay, wir können mal darüber gucken. Der dritte Liebeskranich. Damit machen wir Peppa glücklich. Okay, jetzt interessiert mich tatsächlich, was hier drüben ist. Einfach nur eine Ethamine, richtig?
Äther, Ätherkristall. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich so. So. Mal gucken, wie lange wir überhaupt noch in der Äthermine hier unterwegs sind, ne? Weil die ist schon relativ groß, wie es ausschaut. So, er kommt auch hochgeklettert. Ah ja, was sehen wir denn hier? Sehr viele Mechorn. So. Hier. So, machen wir Schilder. Backslash. So. Der Hochding hier. Dann warte ich mal. Ah, sein Blut steckt physische Attacken. Hier. So. Mal den hier. Eine Kette hier. Wir kriegen einfach keine weitere Kette mehr hin mit Fala. So. Ah, schade. So, Backslash. Gut. Down mit dir, mein Freund. Komm. Perfekt. Perfekto. Gut, dann nehmen wir die Ätherader hier mit. Erd-Ätherader sogar. So. Die Mekon lassen wir in Ruhe. Und wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. So. Aber wie weit geht es tatsächlich noch runter? Da unten ist der Ausgang, glaube ich. Das heißt noch 2 Etagen ungefähr. Noch ungefähr 2 Etagen, glaube ich. Aber dann dürften wir auch durch die Ether-Ader durch sein. Durch die Ether-Mine meine ich. Flugausgleichskolben. Dann fahren wir mal hoch und runter. Ihr seid auch gerade von, keine Ahnung, wie vieler Höhe runtergesprungen. Ihr seid ja selber schuld, dass es euch verletzt habt. So, jetzt muss ich gucken, ob da oben irgendwas ist. So. Okay, what the fuck ist das? Interessant, interessant. Er kommt hoch, da müssen wir uns beeilen und drüber rennen. So, einfach hier rüber. Zeug mitnehmen und die Ätherader da hinten jetzt mitnehmen. Naja, die Mekon hier können wir einfach mitnehmen, die sind ja nicht so schwer. Kommen die da unten? Okay, sehr interessant. So. So. Level 17 ist jetzt echt jetzt schon in den Augen von dem Game leicht.
Der hier oben. So. So, meine Freunde. Okay. Perfekto. So. Ah, ist zu spät gewesen. So. So. So, der ist auf mich fixiert. So. Dann noch das Schild. Der hier. Easy, und jetzt noch der letzte hier. Ja, das war tatsächlich sehr einfach. So. Jetzt haben wir es Nacht. Ja gut, das Game sagt halt schon ab 19 Uhr Nacht. Naja. Dann ist ja nichts mehr. Obwohl ich könnte... den Kolben runterfahren. Ich glaube, das mache ich auch. Da könnte was sehr Interessantes versteckt sein. Deswegen teleportieren wir uns jetzt nicht hinter, wie ich es eigentlich vorhatte. Wir gucken, was der zweite Kolben da runter... wie der, wo der hinfährt, wenn der da runter geht. Na, jetzt bin ich falsch geflogen. Sorry. Ja, da bin ich gefallen, meine Freunde. So. Wir müssen, glaube ich, mit dem da drüben runterfahren. Okay, hier ist tatsächlich nur eine Ätherader. Richtig? Kumpel, ich bin gerade gesprungen. Ich bin gerade gesprungen und in dem Moment haut der mir da den Stun rein. Da springe ich und dann haut er mit den Stun rein. Meine Fresse. Da wollte ich springen und dann stunt er mich mitten in der Luft. Schon geil, ne? Ich wollte den hier machen und dann stunt er mich tatsächlich einfach. So, hier. So. Schwer Schild. Umgeworfen. Backslash. Den hier. Airslash. So. Perfekt. Perfekto. Das heißt, wir müssen tatsächlich auf den zweiten rüber und mit dem runterfahren. Interessant. Ja. So. Backslash. Shield.
So. Air Slash. Noch der eine hier. Schala? Wo bist denn du hin? Ah, du bist wieder hochteleportiert. Jetzt können wir gleich mal wieder in die Kollektion gucken. Na, dann haben wir hier seltsam. Jetzt fehlt nur noch eine Technik. Und dann haben wir das Gebiet auch schon wieder fertig. Also Sammelobjekt technisch halt. So. Reisen wir mal schnell hin. Wir müssen tatsächlich einfach hier rüber. Ich dachte, das ist hier drüben Bonus, aber nein, das ist tatsächlich der richtige Weg. Kannst du dir nicht ausdenken. Wir müssen runter. Naja. Oben waren wir ja jetzt schon, oder? Ja, ganz hoch kommen wir nicht. Wir können ja nur hier hin. Aber warum zeigt mir das Ziel nicht, wo ich hin muss? Bin ich schon wieder falsch? Ich muss ganz runter. Ja, wie ich runterkomme, ist egal, oder? Das darf ich selber rausfinden. Geil. Einfach im Kreis laufen, meine Freunde. Einfach im Kreis laufen. Da geht's raus. Geht's auf der anderen Seite auch raus? Nope. Einfach hier lang. Na jetzt, jetzt kommt das Ding wieder. Einmal darüber gehen, weil da sind was, da sind ein paar Sachen. So. Ein sehr enger Gang sogar. So. Dort ist einfach nur eine Äthermine, Ätherader. Ob da auch Mekkon sind, ist die Frage. Hä? Okay, hier hochzukommen ist doch nicht so einfach, aber wir sind oben. Eis. Nice. 500 Schaden. Kann ich mitleben. Und nach da unten sind das sowieso noch ein Haufen Ätheradern unterwegs. Ja, scheiß drauf. Die müssen hier weg. So. So. So, jetzt da. Perfekt. Helfen. Backslash. Umgefallen. So, den anderen mal mit. So. Machen wir den Backslash von hinten. Machen wir den hier. Und den Air Slash. So. Bist eine neue Art von Mekkon und dich kenne ich gar nicht.
Servus, ich gehe einfach mal vorbei und gehe an die Erdäderader. Danke. Level 23. Wenn wir den besiegen, kriegen wir Level 25, glaube ich. So. Perfekt, jetzt ist ohnmächtig. Mal den Airslash machen. Und den Seitenstecher. Also, ja, das funktioniert gerade wunderbar sogar. So. Da heilen wir mal Ryan. Ja, und wir sind tatsächlich Level 25 jetzt. So. So. Alle auf einen, dann gehen wir erstmal auf den großen hier. So. Und Backslash. Und den Airslash. Den hier. Nee, das machen wir nicht. Backslash. So. Jetzt verlieren wir halt unseren Kettenangriff-Dingsbums da. Weil wir ihn gerade nicht eingesetzt haben. Aber naja. Naja. Wir gehen jetzt noch bis zum Aufzug runter und dann... Dann gehen wir wieder weiter. So. Backslash. So. Machen wir den hier. So. Perfekt. 5000 Schaden. Gone. Und hier lang. Großer Elektrokristall. Hm. Na dann. Ja, dann nehmen wir noch die mit. Verzauberung hier. So. Unmacht. Komm, 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 komm. Ja, perfekt. Airslash. Seitenattacke. So, Wut gegen physisch Angriff. So, noch die kleinen zwei und dann beenden wir die Folge. So. So. Komm. Unmacht. So. Der hier. Der hier. Und Backslash. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir tiefer in die Mine und erreichen, keine Ahnung, irgendwann hoffentlich mal den Boss. Ciao. Euer Gladius.